In der vergangenen Woche ging es bei uns im Schwerpunkt um Garagensysteme. So haben wir Ihnen verraten, wie Sie zum Beispiel zwei Autos in eine Garage bekommen. Und wir haben über Unterflursysteme gesprochen. Dieses Thema hat uns so neugierig gemacht. Und zwar, geht es wirklich, dass eine komplette Garage im Boden versinkt und wenn ich mein Auto wieder will, der Garten nach oben fährt und das Auto freigibt? Wir haben es uns angeschaut. Diese Unterfluranlage ist speziell dafür konzipiert, dass sie unsichtbar in ihr Grundstück integriert werden kann. Das heißt, egal wo Sie es auf dem Grundstück platzieren, Sie können dieses System immer mit der Oberfläche belegen, die rundherum um die Anlage ist. Sei es Rasen, sei es Bitumen, sei es gepflastert, sei es Holz, was auch immer. Alles ist dort möglich. Die Idee der Multiparksysteme ist nicht neu. Angefangen mit einer Plattform wurden schnell die Doppelparker daraus, die ein unabhängiges Parken ermöglichen. Die ersten Parksysteme, die ich kenne, sind aus den 1930er Jahren in den USA. Dort hat man das erste Mal versucht, das hohe Verkehrsaufkommen und das hohe Parkaufkommen konzentriert irgendwo in die Ecke zu schieben. In Deutschland wurde das erste Mal richtig aktuell 1972 oder vor 72 zu den Olympischen Spielen in München. Damals hat die Stadt München bereits Regelungen erlassen, die eine gewisse Stellplatzanzahl erfordern, wenn neu gebaut worden ist. Da war der erste Boom in Deutschland eigentlich. Heute erfordern Grundstücksmangel und allgemeine Parkplatznot in den Städten Lösungen für mehr flexiblen Parkraum. Zwischen 2 und 6 Stellplätzen sind in so einer Unterfluranlage möglich. Maximale Fahrzeughöhe 2 Meter. Pro Stellplatz muss mit 12.000 Euro aufwärts gerechnet werden. Die Unterflursysteme speziell sind im Wesentlichen ausschließlich im privaten Bereich. Es handelt sich hier um ein hochpreisiges Produkt, weil der technische Aufwand sehr hoch ist, dieses Produkt zu fertigen und auch zu montieren. Für größere Anwendungen, größere Projekte gibt es Parksysteme, die deutlich kostengünstiger geliefert und installiert werden können. Wesentlicher Aspekt für viele Bauherren ist die Sicherheit. Beim Unterflursystem verschwinden die Autos komplett unsichtbar im Boden. Diebstahl oder Beschädigungen sind nahezu ausgeschlossen. Außerdem spart das System Platz. Wer ein kleines Grundstück hat, muss keine Fläche für die Garage opfern. Dafür geht es beim Einbau ziemlich in die Tiefe. Die Schwierigkeiten hier sind ganz klar die baulichen Voraussetzungen, was geschaffen werden müssen, weil ich muss natürlich eine Grube schaffen. Ich spare mir den Garagenkörper dafür. Aber ich muss kommt darauf an, wie viele Fahrzeuge Sie abstellen möchten, aber bis zu 6 Meter tiefe Grube schaffen. Maximal 3 Autos können so im Boden versinken. Wer sich für ein Unterflursystem entscheidet, braucht dafür übrigens eine Baugenehmigung und sollte sich vorab gut über die Gegebenheiten des Grundstücks informieren. Die Voraussetzung ist natürlich, was geht baulich. Und Grundwasser ist ein großes Thema. Wenn ich natürlich eine Wasserhaltung betreiben muss, um mir so eine Grube auszuheben, geht es natürlich richtig ins Geld. Man muss immer abwägen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Machen 3 in einer Reihe Sinn nach unten oder macht lieber nur 2 oben, also 2 separate Systeme, dass nur 2 Garagen also unabhängig voneinander fahren können. Da muss man immer von Fall zu Fall immer separat den Kunden beraten, was die beste Lösung eigentlich ist dafür. Beim Unterflursystem handelt es sich um ein mechanisches Parksystem. Die Stromkosten sind verschwindend gering, in etwa so hoch, als betätigen Sie Ihren Toaster. Bedient wird das System per Knopfdruck oder per Smartphone. Sie können jede Art von Parksystem mit einer App bedienen. Manche, indem Sie davor stehen und die App bedienen. Manche natürlich auch, indem Sie im Auto sitzen bleiben und den Luxus genießen, dass die Anlage von selbst dann arbeitet. Bei Regen zum Beispiel ein klarer Vorteil. Apropos, mit einem Unterflursystem ist auch das Auto vor Hagel oder Sturm geschützt. Auch im Bereich der E-Mobilität entwickelt sich der Markt weiter. Sind Multiparksysteme also jetzt die Zukunft? Es ist so, dass wir dafür vorbereitet sind. Wir stehen in den Stadtlöchern. Wir haben auch schon Anlagen geliefert, die Elektroautos laden können während des Parkvorgangs.
Es ist hier natürlich auf jedem Stellplatz theoretisch möglich. Das Auto wird ganz normal geparkt, mit dem Ladekabel, das zum Auto dazugehört, mit der Anlage verbunden und dann beginnt das Laden. Überall mangelt es in Großstädten an Parkflächen. Die Zahl der Autos wächst aber weiter. Parksysteme benötigen deutlich weniger Fläche und können sogar die Immobilie aufwerten. Bislang hat Klaus Multiparking weltweit rund 700.000 Stellplätze realisiert.